Wieso muss der ganze Survival-Kram immer grün, schwarz oder tarnfarben sein? Das fragt der Erik K. aus Dresden und wenn auch du eine Antwort darauf haben willst, meine Antwort darauf haben willst, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rost vom Survival-Shop Problemscoach. Schön, dass du dabei bist. Erik, danke schön für diese Frage. Warum sind die Sachen meistens grün, tarnfarben und sonst irgendwas? Und nicht orange? Ich habe jetzt hier zwei Ausrüstungsgegenstände exemplarisch und das sind jetzt Messer, ich weiß, aber es könnten Rucksäcke oder Schuhe oder was weiß ich was sein. Aber ich habe jetzt zwei Exemplare da, die zwei Grundrichtungen und zwei Ausprägungen, sagen wir das jetzt mal so, des Survivals repräsentieren. Und zwar fangen wir gleich einmal mit diesem netten kleinen Mora-Messer hier an. Das ist orange. Und das ist zum Beispiel für eine Situation, in der ich gefunden werden will. Zum Beispiel, ein Beispiel. Ich gehe wandern und komme in eine Notsituation, komme nicht weiter, es ist Winter oder sonst irgendwas und ich habe mal einen Fußbruch und komme nicht weiter, dann will ich gefunden werden. Ich will gefunden werden. Da macht einfach gar keinen Sinn, mich getarnt irgendwo hinzulegen, weil ich will gefunden werden. Und es stört mich auch nicht, wenn mich Leute sehen. Also wenn ich herumgehe und die sehen mich, ja, dann ist das für mich total in Ordnung. Der zweite Aspekt bei solcher Ausrüstung hier, bei so einer Notfallausrüstung ist, wenn die verloren geht, wenn die rausfällt, dann wird sie leichter gefunden, in der Dämmerung zum Beispiel oder in der Nacht, wenn man mit der Lampe leuchtet, sieht man das besser, es macht einen besseren Kontrast. Ich will ein Beispiel erzählen. Wir waren bei einem Winter-Survival-Training, wobei der ganze Falke muss da irgendwo sein, der sich aufbuhlt, egal, auf jeden Fall. Wir waren bei einem Winter-Survival-Training, es war eh kein Schnee da, aber es war... Ja, war halt ganz einfach so. Und ein Teilnehmer hatte eine Fox-Prangmachete. Ich blende jetzt ein Bild dazu ein im Video. Ja, das hat er ganz einfach verloren. Da war so ein Schnür dran, ein Lanyard. Und das ist hängen geblieben und wir haben da stundenlang gesucht, bis wir es dann zufälligerweise gefunden haben. Das war grün und so richtig, weißt du, dass man es halt nicht sieht. Das wäre auch vielleicht verloren gegangen, aber hätten wir wahrscheinlich wirklich schneller gefunden. Also das ist der Aspekt, das ist der Vorteil bei diesen Sachen. Erstens, sie können schneller gefunden werden, ich kann schneller gefunden werden, man hat sie ganz einfach mehr im Blick. Das ist die eine Ausprägung, in der ich gefunden werden will. Oder auch diese Gerber macht das zum Beispiel bei der Bear Grylls Serie, von der man erhalten kann, was man will, dass so ein bisschen orange Aspekte drinnen sind. Sozusagen, ich bin in einer Notsituation und möchte wieder rauskommen. Dann gibt es aber die andere Ausprägung, jetzt zum Beispiel hier mit diesem Glock-Feldmesser, das ich da jetzt exemplarisch hier habe. Das ist grün. Das kommt jetzt zum Beispiel aus dem militärischen Bereich. Klar, da ist irgendwie voll blöd, wenn man gesehen wird. Gell? Weißt du, sonst würden sich einfach alle Armeen nicht das mit diesen Camouflage-Dingsbums da überlegen, sondern einfach alle in Orange herumgehen. Ne? Gut, das ist aber nicht unser Feld. Das muss ich auch, also zumindest ist es nicht meins. Vielleicht ist es deins. Das kann sein. Gut. Aber die Ausrüstung kommt dort her. Oder es gibt viele gute Autoausrüstungsgegenstände, die jagdlich geprägt sind. Bei der Jagd kann ich auch entweder in grün oder in braun Farben herumgehen oder manche gehen ja auch in blau herum, weil angeblich das Schalenwild blau nicht erkennen kann, aber egal. Aber das ist halt die Tarnung, die der Jäger hat. Aber es gibt zum Beispiel auch Situationen, wo man ja, mit irgendwelchen orangenen Teilen am Hut und Westen herumläuft, damit man nicht erschossen wird bei der Treibjagd oder sonst irgendwas. Also es kommt immer darauf an, was ich tun will und was mein Aspekt ist. Und auf die Frage jetzt, Erik, zurückzukommen, warum ist das so? Weil einerseits die Ausrüstung aus diesem Bereich herkommt und eben so geprägt ist und weil ich auch das Gefühl habe, ich habe ja selbst auch einen Job, dass die Leute das ganz einfach, oder die Leute, wer sind die Leute, aber viele Menschen einfach auch so wollen. Die wollen kein knallgelbes Messer haben. Ja, wenn man zum Bushcraften rausgeht, dann will man das vielleicht nicht, dann will man, ja. Oder es wird aus diesem Airsoft-Bereich oder aus diesem Airsoft-Bereich geprägt, ja. Die laufen auch nicht in Orange herum, ja. Ich meine, ich kenne mich damit jetzt nicht aus, aber einfach von der Idee her. Die laufen halt so herum und für solche Gruppen werden Produkte kreiert. Oder es wird fürs Militär Produkte kreiert, die dann auch in den zivilen Markt sozusagen verkauft werden. Das ist eine Antwort. Ob das Sinn macht oder nicht, das musst du für dich selbst entscheiden. Da musst du deinen Zugang zum Survival verstehen. Das ist ganz klar. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich zum Beispiel so eine Notausrüstung habe wie ein Pfeifferl, dann macht es ganz einfach Sinn, dass ich das orange halte. Wenn ich das so, weißt du, so camouflage, so dass man es ja nicht sieht, ja. Unnötig, weil wenn ich pfeife, dann, ich meine, wo sind wir daheim, ja? Wo sind wir daheim? Ja, die Raben sind momentan so aktiv und ja, ich hoffe, du hörst sie.
herumkriegen. Oder jetzt zum Beispiel bei meinem Survival-Multitool, ja, ein Schwarz und in Orange. Orange, einfach damit ich es immer sehe, das ist nicht nur eine optische Frage, so gefällt mir das besser, sondern das ist ja ein Notfalltool und das möchte ich zum Beispiel sehen. Ich möchte, wenn ich in der Natur draußen bin, wenn es mal rausfällt, möchte ich es gleich in der Wiese erkennen können. Auf der anderen Seite aber auch schwarz, jetzt nicht aus optischen Gründen, sondern ich will es zum Beispiel unauffällig tragen. Ja? Und diese Kubutan-Funktionalität oder Scheibenbrech-Funktionalität mit einsetzen. Daher kommt dann dieser schwarze Bereich wieder, weil das unauffälliger ist. Ja? Weil das kann halt ein Kuli sein, als etwas, was gleich knallgelb heraussticht. Ich hoffe, Erik, ich konnte dir eine Antwort geben und wenn du da hinten jetzt auch sagst, naja, ich sehe das so, dann schreib mir einen Kommentar, aber schreib mir auch einen Kommentar, wenn du das nicht so siehst und wenn du das in einer netten Art und Weise tust, dann würde ich mich bei dir bedanken, aber es liegt natürlich immer an dir. Schreib mir einen Kommentar, wie du das siehst. Ist es gut, dass mit diesem Camouflage, aber grün, Brauntöne, schwarz, orange, wie handhabst du das mit deiner Ausrüstung? Muss eine Survival-Ausrüstung grün sein oder muss sie orange sein oder neongelb? Erzähl uns ganz einfach was, das wäre sehr, sehr nett. Unten findest du den Link zu den gezeigten Produkten, wenn du magst. Aber wenn es das erste Mal hier bist, aber andere Videos zum Anschauen. Schön, dass du dabei warst und wenn auch du eine Frage hast, stell sie mir ganz einfach. Dein Reini Rossmann. Bis bald, ciao.